Das ist ja irre, die Zeit, in der wir leben, weil da sind ja also alle politischen Vorzeichen ins Gegenteil verkehrt worden. Also diejenigen, die früher als linksliberal galten, sind diejenigen, die heute die autoritärsten Maßnahmen fordern. Dann diejenigen, die als Linke früher immer den Staat kritisiert haben, rufen heute nach dem Staat, wollen, dass der Staat immer stärker eingreift. Und diejenigen, die sich jahrelang als Pazifisten ausgegeben haben, sind diejenigen, die am lautesten nach Waffen schreien. Also da ist wirklich eine völlige Umkehrung dieser Werte da vor unseren Augen passiert. Und das ist natürlich auch eine gefährliche Entwicklung, weil auf diese Art und Weise kann man die Leute natürlich unglaublich vernebeln. Also das ist auch eine Tendenz, die ich so in den letzten 20, 30 Jahren wirklich immer mehr erkenne. Diejenigen, die Macht in der Hand haben, die sind natürlich nicht blöd. Die haben sich ihre eigenen Armeen geschaffen. Also für mich ist so die größte Großmacht auf der Welt, das ist für mich der digital-finanzielle Komplex. Das sind die großen IT-Konzerne und das sind die großen Vermögensverwaltungen. Die zusammen beherrschen im Grunde eigentlich die Welt. Und die haben sich eine ganze Armee von Organisationen geschaffen, die ihnen helfen. Also die haben sich einmal die Zentralbanken unterworfen. Die Zentralbanken können heute gar nichts mehr machen, ohne das Einverständnis dieses digital-finanziellen Komplexes. Und die haben sich ganz viele Thinktanks gegründet. Die haben auch Stiftungen gegründet und auch Stiftungen teilweise gekapert und ihren Interessen unterworfen. Und diese ganzen Organisationen arbeiten untereinander einander in die Hände. Dazu gehört zum Beispiel auch die Weltgesundheitsorganisation, die ja früher mal von den Staaten finanziert wurde, die als Mitgliedstaaten da eingetreten sind, die aber heute zu 90% mit Fremdgeldern ausgestattet wird, sodass es also 90 über die Weltgesundheitsorganisation heute nur noch über 10% ihres eigenen Etats selber bestimmen kann. 90% sind fremdbestimmt. Natürlich stecken dahinter auch die Großkonzerne, also die großen Pharmakonzerne, hinter denen wiederum die großen Vermögensverwalter stecken. Also es sind immer die gleichen, die im Hintergrund das machen. Und die haben die verfolgen seit ungefähr so, sagen wir mal, seit 20 bis 25 Jahren eine ganz raffinierte Strategie. Die nehmen immer die ganzen politischen Strömungen, die es so gibt, auf und versuchen die in eine Richtung zu drängen, dass sie ihnen nützt. Also das Ganze fing an so in den 90er Jahren, gab es große Proteste weltweit gegen den Internationalen Währungsfonds. Also da war klar, dass der Internationale Währungsfonds also immer die ärmeren Länder in so eine Verschuldungsfalle treibt. Und da haben weltweit sehr viele Jugendliche protestiert, da gab es auch große Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und was hat der digital-finanzielle Komplex gemacht? Der hat diese Proteste aufgenommen. Also diese Leute sind dann teilweise zum Beispiel nach Davos zum World Economic Forum eingeladen worden, sind da hofiert worden und so, sind dann umgarnt worden und sind dann so ganz langsam so integriert worden in das System. Das Gleiche haben wir dann später gesehen mit Occupy Wall Street, ist das Gleiche passiert. Das war auch eine Organisation, eine Bewegung, die sich gebildet hat gegen die großen Banken. Am Schluss waren es also sind die bei Veranstaltungen aufgetreten mit den Bankiers und haben deren Tun also auch noch gerechtfertigt. Nicht anders ist es bei Fridays for Future. Also bei Fridays for Future, da sehe ich sehr viele junge Leute, die eine berechtigte Sorge um den ökologischen Zustand der Welt haben und die deswegen auf die Straße gehen und deren Protest wird sofort genommen und sofort in Bahnen gelenkt, die dem digital-finanziellen Komplex nützen. Weil diese Leute demonstrieren heute nicht mehr dagegen, dass die Welt ökologisch kaputt gemacht wird, sondern die demonstrieren dann plötzlich dafür, dass eine CO2-Steuer eingeführt wird. Also auf diese Art und Weise werden all diese Bewegungen pervertiert. Und das ist natürlich etwas, was für jemanden, der sich mit Politik nur so am Rande beschäftigt, ganz schwer zu durchschauen ist. Und das ist, glaube ich, auch eines der Grundprobleme unserer Zeit, dass viele Leute eine völlig falsche Wahrnehmung von dem haben, was politisch um sie herum passiert. Ja, also man finanziert quasi die Opposition mit. Ja. Das ist ja ein altbekanntes Prinzip letztendlich. Und unter anderem auch übrigens Telegram, kann man jetzt mehr oder weniger sagen, denn der Gründer ist ja auch Jani Sehn beim World Economic Forum und ja. Nicht mal aus meiner Sicht jemand, der nur am Rande dort aktiv ist, sondern schon einer der führenden Leute im technischen Komplex eigentlich. Ja. Und deshalb sollte man immer vorsichtig sein in dieser Hinsicht und auch immer gucken, unten ist auch die Website etc. verlinkt, dass ihr euch auch in die Maillisten von Ernst und auch bei mir eintragt etc., dass man nicht abhängig ist von einem Medium, dann kann es sehr schnell sein, dass es in der entscheidenden Phase so kommt, dass wir euch nicht mehr informieren können über bestimmte Sachen. Ne? Ja, genau. Ich glaube, das ist auch so ein Umdenken, was stattfinden muss, dass man auch da gucken muss, dass man wieder persönlich in Kontakt kommt. Ja. Sozusagen, und nicht von diesen Medien abhängig ist. Ja, man muss einfach wissen, dass die Medien im Hintergrund, also erstmal ist es ein Gewerbe, das ist das mediale Gewerbe und dieses Gewerbe ist in den Händen von ganz wenigen Leuten. Also der Unterschied zu früher ist, dass früher sich diese
Strukturen so mehr oder weniger auf viele, viele Köpfe verteilt haben und dass es immer, immer weniger gewesen, geworden sind und dass wir in unserer Zeit die höchstmögliche Konzentration an Vermögen und an Macht und auch an medialer Macht in ganz wenigen Händen haben. Also wenn man sich heute die Medien ansieht, die größten Medien der Welt, dann sind da also vielleicht ein Dutzend Leute dahinter, ein Dutzend ultrareiche Leute dahinter, die alles bestimmen können und die Inhalte selber zu ihren Gunsten festlegen können.